Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück in Nightingale in Folge 3 und ich war fleißig. Ja, ich habe ja noch ein bisschen Bäumchen gefarmt, ich habe hier noch ein bisschen Steine gefarmt. Ich habe tatsächlich es nicht übertrieben, auch wenn das vielleicht nicht so aussieht, aber ich wollte lediglich die Butze hier fertigstellen und werde euch gleich mal noch ein paar Erkenntnisse mitgeben. Also es gibt ja zwei Sachen. Und zwar in Bezug auf Stein, was mir aufgefallen ist. Wir haben einmal die hier. Ne, das sind unten rechts immer Steine primitiv. Und wenn wir die hier klein hauen, dann kommt da raus. Also nochmal draufhauen. Nochmal draufhauen. So. Und dann haben wir jetzt hier Steinblöcke, Sandstein. Ne, also es ist nochmal ein Unterschied. Und das, was ich hier oben gebraucht habe, waren die Steinblöcke. Und die haben wir jetzt hier einmal verbaut. Und dann habe ich Bäume gefällt und Bäume gefällt und Bäume gefällt. Und ich habe noch mehr Bäume gefällt. Und dann habe ich jetzt sozusagen diesen Kasten hier zusammen. Also es ist ein bisschen mehr Farmaufwand. Ich finde es aber immer noch okay. So, und dann habe ich jetzt hier einen Schlafsack. Wir haben hier ein Lagerfeuer. Wir haben jetzt ein Anglerkorb. Ist das okay? Mir gar nicht aufgefallen, ein Anglerkorb. Und wir haben eine einfache Werkbank. Also alles so die Basic-Rezepte, die ich hier bekommen habe. Nichts wirklich Special-mäßiges. Ne? Ich habe hier unter Lager genau den Anglerkorb gemacht mit den Pflanzenfasern. Den habe ich dann da hingebaut und da war die Sache geritzt. Und dann haben wir, jetzt muss ich mal gucken, Bauten primitiv, Überleben, Herstellen, Grundlagen. Genau, dann habe ich hier so eine einfache Werkbank mit zusammengebaut. Und die Werkbank ist, das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Da gab es ganz, ganz viele Meldungen dazu. Ich, keine Ahnung, ne? Wir werden hier ein paar Sachen herstellen können, aber es gab noch mehr Infos zu diesem Ding. Und, ja, werden wir einfach mal beobachten. Wir werden auf alle Fälle hier sozusagen im Crafting uns dann eine etwas bessere Axt bauen aus Riemen. Da muss ich erstmal gucken, wo wir Riemen herkriegen. Wir können hier eine einfache Schleuder bauen, da brauchen wir auch Riemen. Aber wo kriegen wir Riemen her? Riemen, Riemen, Riemen. Vielleicht müssen wir für Riemen eine Gerbstation bauen und das würde ich auch sagen, platzieren wir das Gebäude mal. Aha, guck mal, der bezieht sich hier auf den Kochtopf. Ich würde sagen, wir setzen die einfach mal hier hin, auf das Fundament und brauchen hier jetzt aber noch Stöcke und Pflanzenfasern. Haben wir eins von beiden hier? Wahrscheinlich nicht, also geht es noch mal kurz raus und wir sammeln hier noch mal ein bisschen was ein. So. Stöcke, denke ich, sollten hier überall noch ein paar rumliegen. Ne, wir haben ja jetzt einen schönen Wald hier hinten. Ich habe keine Ahnung, wie das mit Respawn ist. Kann ich euch nicht sagen. Ob das Zeug hier in unserer Gegend einfach respawnt oder ob das so bleibt, wie es ist. Oder was für eine Range das hat. Ne? Dieser Steinhaufen, den wir ja drin haben, der unterdrückt das Gegner-Spawn. Der, wird ja auch eine gewisse Range abdecken. Und dann vermute ich einfach, dass der auch in dieser Range das Nachwachsen unterdrückt. Ansonsten, es gab ein paar Kommentare unter meinen Videos. Ich habe jetzt sozusagen das erste und das zweite Video sind schon online. Ich bin hier erstmal begeistert, was das hier für einen Anklang findet. Also echt Wahnsinn, wie viele Leute sich für das Let's Play jetzt hier interessieren. Vermutlich auch durch Entschwaudet und so. Ist schon ziemlich cool. Und es hatte einer gefragt, ja, ob es so Magier-Builds oder sowas gibt. Also ich kann natürlich keine Auskunft geben vom Late Game, weil ich das Late Game nicht gespielt habe. Das, was ich aber gesehen habe, ist, dass wir unsere Waffen und Co. wohl, soweit ich das gesehen habe, verbessern können und irgendwann natürlich auch da Magie eine Rolle spielt. Ne? Also das heißt, es wird nicht so sein, dass wir klassisch zaubern, so wie ich es gesehen habe, sondern eher, dass wir Schrotflinten oder irgendwie sowas haben und da auch Magieschaden mit anrichten. So. Also, wir haben jetzt die Gerbereistation, können jetzt hier Gegenstände herstellen. Okay, Riemen, da haben wir es nämlich schon. Ne? Da können wir Felle nehmen, können das automatisch füllen und können das jetzt herstellen. Ich weiß nicht, haben wir hier noch mehr Felle drin? Vermutlich, ne? Fell, Raubtierpelz. Ne, die haben wir einstecken. Noch mehr Riemen. Können ja zur Not noch ein paar Tierchen
Aber ich muss gar, noch nicht, also ich blicke noch nicht ganz 100% immer durch den Kram durch, aber ich denke, ich habe es im Groben und Ganzen kapiert. So, jetzt haben wir Riemen. Jetzt können wir hier reingehen. Jetzt können wir auch eine einfache Holzaxt machen, ne? Also sozusagen ein bisschen was Besseres. Kletterpickel, einfache Schleuder, einfache Sichel, Bergmannspickel, einfaches Jagdmesser. Und ich weiß gar nicht genau, was haben wir? Inventar. Provisorisch. Ne? Wir haben provisorisch und das andere ist einfach. Also können wir mal auf jeden Fall damit anfangen zu sagen, wir nehmen mal eine einfache Schleuder. Und die haben wir jetzt hier. Leer. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Munition für das Ding. Und was ist denn das hier unten rechts steht? R. Aha. Oh, krass. Okay, ich kann die mit Metallkugeln füllen. Holzaxt. Handbuch. Unter Überleben nicht. Im Lager auch nicht. Wie sieht's denn damit aus? Wie, die Steine auch nicht, oder wie? Weiß, ich bin jetzt wieder hier. Hm, Metallkugeln. Also das ist sozusagen, ne, das, was wir halt haben. Okay, wir können einfache Steinmurmeln. Draußen in der Fey-Wildnis ist es keinesfalls gewiss, wertvolle Edelsteine zu finden, weil Weltenwandler ihre Murmeln mitunter aus Stein anfertigen müssen. Steht ja dabei, ne? Und da wäre es jetzt eben die Frage... Pff, Arschlarm. Aber es steht nicht dabei. Ah, doch, hier. Einfache Steinmurmeln. Mann, meine Güte, ey. Muss auch lesen, Sans. Sonst geht das hier nicht weiter. Okay, und dann können wir nämlich davon mal noch ein paar bauen. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und dann würde ich nämlich gucken, da steht auch einfache Nähbank, ne? Also wir arbeiten jetzt hier mal so ein bisschen was bei rum. Wir haben jetzt hier Ausrüstungswertung, das müssen wir upgraden. Der Kollege Puck war auch bei mir, der meinte irgendwie was mit einem Shop. Und da können wir ja auch mal kurz hier reinschauen. Es gibt wohl Karte hier unten. Ein Essenzhändler. Und dieser Essenzhändler, wo war denn das? Das war irgendwie unter Shop, glaube ich. Bauen, Spieler, Händler, Händler hier. Hier haben wir Händler, Schwebe-Essenz-Händler. Ein Händler, der Ihnen seine Ware anbietet, sofern Sie Essenz besitzen. Essenz kriegt man ja aus allem raus, ne? Wir haben 104 und können hier sozusagen Rezepte, einfache Steinhammer und so ein Shit. Und wir müssen diesen Händler wohl besuchen. Genau, wir lassen einfach mal den seine Murmeln noch machen. Dann packen wir mal unseren ganzen Stuff hier rein, was wir jetzt nicht brauchen. Ich brauche keine Holzbündel. Ich brauche auch keine gemischte... Ah, wobei, die Pflanzen, den Pflanzenkrempel, das kann man ja gut snacken, ne? Das wäre schon okay. Ich brauche keine Sandsteinblöcke, ich brauche sonst keine Steinkiesel. Und Sülze wäre okay. Das wiegt ja auch alles nichts hier, der ganze Krempel, ne? Also der Rest ist wirklich easy peasy. Hoher Edelstein muss man nicht mitschleppen. Ja, der Rest sieht simpel aus. Weiß gar nicht. Gemischte Pflanzen. Habe ich das hier? Ja, das ist der Kram, ne? Die haben wir jetzt einmal gefertigt gehabt. Und das müsste uns eigentlich auch... Genau, steht ja auch dabei. Maximale Gesundheit, was es erhöht, etc., etc., etc. Okay, alles klar. Lassen wir so. Wir sind jetzt 27,14 gefüllt. Und wir können jetzt hier mal die Gegenstände noch einsammeln. Ich würde sagen, wir drücken mal die 4. Dann füllen wir das mal nach und machen jetzt hier mal die einfachen Steinmurmeln rein. Okay, hat er jetzt. 1 von 79. So, jetzt will ich einen Bösewicht haben. Und ich glaube aber, wir bewegen uns mal so in die Richtung hier unten. Essenzhändler. Portal ist da drüben. Kann ich hier...
Ach, Mausrad, Zoom, linke Maustaste ziehen, bewegen, rechte Maustaste, Wegmarkierung hinzufügen. Okay, dann machen wir jetzt hier einfach mal. Pflanze. Sehe ich aber nicht, ne? Ich sehe die Markierung so nicht. Ich muss aber in den Süden. In den Südosten. Südosten. Okay, dann gehen wir mal Südosten. Wo ist Südosten? Südost. Hier. Das wäre Südosten. Gucke ich in die richtige Richtung? Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr in die Richtung. Aber vielleicht ruhen wir uns vorher nochmal aus. Wenn ich gerade mal so unten reinschiele, denke ich, ist das keine schlechte Idee. Ah, und die zweite Frage, die ich mir noch stelle, ist, ob wir uns vielleicht ein bisschen besseres Gear bauen. Ich glaube, da gab es irgendwo... Das haben wir. Wir haben Lagerfeuer, wir haben einfache Werkbank, wir haben einfache Gerbstation. Wir können hier noch bauen, sonst nichts weiter, ne? Einfach noch ein bisschen eine bessere Axt oder so ein Scheiß. Oder... Riem, Leder, Filz, Chitin, Tierfaser. Nee, also bessere Klamotten erstmal nicht. Dann würde ich sagen, brechen wir jetzt mal auf. Irgendwie so ein bisschen in die Richtung hier. Und dann hauen wir einfach mal alles um, was es umzuhauen gibt. Okay, mit dem Ding können wir zumindest nicht sprinten in der Hand. Dann müssen wir die... Ah, das hängt manchmal irgendwie. Also im Moment kann ich gerade auch nicht sprinten. Keine Ahnung, woran es liegt. Kann nicht sprinten, ne? Ich drücke gerade die Sprint-Taste, aber es passiert nichts. Aber ich habe die auch nicht geändert. Ah, Early Access ist am Start. Merkt man ganz deutlich, ne? Linkes Shift heißt sprinten. Jetzt kann ich sprinten. Es ist doch ein bisschen weird, weil wenn ich auf die Leute wechsle, dann funktioniert das mit dem Sprinten nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber guck mal, wir haben schon einen relativ weiten Weg hinter uns. Also das heißt, so weit weg kann der Essenzhändler hier gar nicht sein. Jetzt kann ich wieder nicht mehr sprinten. Also keine Ahnung, was er für ein Problem hat. Vielleicht ist es auch irgendein anderes Problem, was ich übersehe. Gerne Hinweis in den Kommentar. Auch wenn ich vielleicht zwei Folgen später schon wieder gerafft habe, was mein Fehler war. Da ist... Und hier, da kann ich jetzt meine Schleuder ausprobieren. Macht Damage auf jeden Fall. Okay. Genügend Ausdauer. Achso, einmal links klicken ist schießen, das andere mal links klicken ist dann sozusagen feuern. Na? Ich sehe ja nicht euer Ernst, oder? Kann ich ihn so oft daneben schießen? Jetzt habe ich ihn. Das ist verrückt. Okay, alles klar. Dann nehmen wir den ganzen Krempel hier mit. So. Na los, Struppi, komm. Zack, einmal auseinandergenommen. Ich habe im Übrigen tatsächlich, ich habe mich ja in der vorletzten Folge irgendwie über die Tastenkombination mich so ein bisschen beschwert gehabt, dass ich es schade finde, dass ich nur eine Taste belegen, also nur eine, für eine Funktion nur eine Tastenbelegung machen kann. Und stimmt nicht. Also ich habe jetzt unter Tastenkombination, habe ich jetzt das, gucken, ob wir das hier finden, jetzt auf die Schnelle. Irgendwo habe ich das, was ich auf E habe, diese Funktion.
Whatever, wo das gerade ist, ist auch völlig egal. Habe ich jetzt auf meine Maustaste, auf die Seitentaste gelegt. Und der triggert jetzt sowohl E, interagieren, halten. Ist auf E bei mir tatsächlich. Ach, das ist halten, ne? Aber ich kann es auch mit meiner Maus ansteuern. Also es ist irgendwie witzig, es funktioniert. Okay, Hoffnungs-Echo freisetzen. Auf der Suche nach Weisung. Wie überlebe ich den in den Welten? Deutung des kelterischen Kreuzes? Des keltischen Kreuzes im Tarot. Der Mond, unsere erste Karte, voller Angst im Angesicht eines finsteren Pfades. Sie finden sich in unbekannten Landen wieder. Ist das eigentlich hier fest platzierter Loot oder ist das random? Das würde mich auch mal interessieren. Ansonsten haben wir hier ein kleines Mäuerchen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir noch müssen. Aber sieht ja ganz gut aus, ne? Also wir sind erstmal auf einem guten Weg. Das eine ist hier ein Gebäude gewesen. Das ist hier unten. Das da ist, glaube ich, das Portal. Aber da werden wir uns jetzt mal noch nicht hinbewegen. Also ich will ja noch nicht weg. Ne? Hier steht's. Ich soll beim einfachen Nähbank beim Essenzhändler kaufen. Damit können wir uns dann bestimmt neue Schlüppi bauen und so. Und wenn wir neue Schlüppi haben, dann können wir auf jeden Fall mal irgendwie noch in ein anderes Land reisen. Und vorher würde ich mich einfach hier aufhalten. Und mit den Gegebenheiten, die wir hier haben, klarkommen. Und versuchen, meine Waffe hier zu lernen. Okay, alles klar. Volltreffer. Headshot. Das fehlt noch. Leder und so, das brauchen wir ja alles, ne? Das mit dem Nachladen, da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, Freunde. Nein! Daneben! Ja, ein Shooter-Profi wird nicht mehr aus mir, das weiß ich auch. Aber Loot... Hauptsache Loot. Und für diejenigen, die mich aus Enshrouded kennen, die wissen ja, ne? Der Sense schreckt nicht vor jeglichen unfairen Mitteln zurück. Egal, ob es eine Wand ist, durch die man durchglitschen kann oder irgendwie, keine Ahnung, die Gegner-KI ausnutzen. Ich spiele so, wie es mir gefällt. So, okay. Also die Richtung hier. Ja, und jetzt klappt das hier wieder. Wie ist denn das eigentlich mit dem Leben? Regeneriert sich das von alleine? Wir könnten mal so ein Fleisch in uns reinstopfen. Da gibt es ja einen Buff, ne? Erstmal wieder an die Kombis hier gewöhnen. So. Jetzt haben wir diesen Buff. Stimmt, maximale Gesundheit wird dadurch ja auch, ne? Maximale Ausdauer für 720 Sekunden. Ausdauerregeneration, Gesundheitsregeneration pro Minute. Also das ist nicht so, dass das Essen uns einfach per se... jetzt direkt krass hochheizt, sondern das ist einfach ein kontinuierlicher Buff, der eine gewisse Zeit hält und sein Stuff macht. Und sieht schon echt cool aus. Also was man merkt, ist auf jeden Fall, dass die Grafik, ne, dass dieses System, es ist ja nicht DLSS, sondern es ist hier irgendeine Form eines anderen Systems. Ich vermute, das wird das TSR. Temporal Super Resolution. Das wird, ach nee, guck mal, ich kann auf DLSS umschalten. Oh, crazy. Stürzt da mein System ab? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt, glaube ich, 41 Frames. Ich hoffe mal, das zubbelt jetzt nicht dumm rum. Auf jeden Fall durch das Nachschärfen haben wir jetzt, wie ich finde, ein schöneres Bild. Aber es fühlt sich halt deutlich unflüssiger an. Das gebe ich auch zu. Hey, Intel wollen wir nicht. Ausgewogen. Leistung? Wir gucken mal, wir beobachten das mal.
Aber ich glaube, ich fühle mich jetzt grafisch ein bisschen besser aufgehoben. Oh, hier, die Company. Jesse ist am Start. Der Essenzhändler heißt Wiley. Und die Wilhelmina Sasse, die hat eine Quest oder so. Okay, was ist mit der hier los? Die sieht ja auch scharf aus. Komm mal her, komm mal ran hier. Jesse, Group Activity, 1-6 Players. Anderen Überlebenden helfen. Eine überlebende Person in der Nähe benötigt ihre Hilfe bei der Fertigstellung eines Bauwerks. Helfen Sie ihr dabei, das Bauwerk fertigzustellen, um eine Belohnung zu erhalten. Also gut, schreiten wir zur Tat. Kriege ich jetzt eine Info darüber, wo ich der helfen soll? Also das hier irgendwie die ganze Zeit sich bewegt und rumrattelt, das ist keine Ahnung, woran das liegt. Das passiert hier gerade die ganze Zeit einfach. Irgendwo gab es doch noch Karte, Handbuch, Soziales. Ich habe letztens erst das mit den Quests gesehen. Also ich blick's noch nicht ganz. Tagebuch, hier. Handbuch, Tagebuch, Essenz des Überlebenden. Genau, das ist das mit der Nähbank und Ausrüstungswertung. Und was sie mit Jesse machen soll, ich weiß es nicht. Sagt die mir ja offensichtlich nicht, wo ich hin soll. Die sagt, nochmal. Wir können ja nochmal anquatschen. Hey, Chica. Kann ich mit der reden? Vielleicht läuft die mir auch einfach hinterher. Ich weiß es nicht. Okay, wir machen mal. Ach, hier. Hab's verstanden. Okay, alles klar. Die braucht Stuff. Also wir müssen Stöcke sammeln. Ein Steinchen. Steinchen kriege ich. Nee, habe ich nicht mehr. Habe ich nicht eingesteckt. Okay, dann sammeln wir mal für Jesse noch ein bisschen Stuff. Noch ein paar Stöcke, ein bisschen Krimskrams. Die steht die ganze Zeit da rum wie Bämme. Also, ihr könnt ja mal ein bisschen mit anpacken. Ist ja wohl nicht zu viel verlangt. Naja, alles muss man selber machen. Alles. Wirklich alles. Okay, habe ich jetzt, wie viel habe ich jetzt davon? 7 Steine primitiv. Okay, ich hoffe, das reicht. Boah, Alter, ich möchte sprinten. Es ist wirklich anstrengend. Naja, wir genießen die Umgebung bei Regen mit Schirm. Und werden nicht nass und nicht krank und sind glücklich. Boah. Lagerfeuer steht. Erste Koje, zweite Koje. Dritte Koje fehlt an Pflanzenfasern. Stöcke haben wir, glaube ich, genug. Pflanzenfasern. Pflanzenfaser heißt hier mit der Sichel, ne? Ich weiß gar nicht. Ne? Moment, was war das? Das waren Stöcke. Da muss ich mich noch ein bisschen an die Optik gewöhnen. Ne? Das gebe ich wohl zu. Bei einigen Sachen. Da waren 3 Pflanzenfasern versteckt, tatsächlich. Das waren nur Stöcke. Aber hier sind bestimmt Pflanzen. Da. Das will ich haben. Hier Pflanzenfasern, okay. Nochmal 3. Boah, jetzt geht's ab. Hier, Freunde. Hier, ich hab's im Blut. Hier sind Pflanzenfasern. Ganz viele. Die nehmen wir alle mit. Naja, man muss das erstmal ein bisschen checken, was hier was ist. Ne? Das Grünzeug sieht ja alles gleich aus, egal ob Baum, egal ob Gestrüpp. Es ist grün. Okay, sehr schön. Dann geht's jetzt einmal wieder zurück. Vielleicht muss ich auch irgendwie, keine Ahnung, den Stuff hier irgendwie. Ich kann hier so ein Vorjump machen. Das ist ja auch geil. Wo waren jetzt? Hier waren die. Okay. So, läuft. Jetzt aber. So, Jesse. Rekrutierbar. Mit Jesse reden. Verfügbar. Rekrutieren. Aktuell rekrutiert von Sie. Ausrüstung, Inventar verwalten, Rekrut verlassen. Herausforderung abgeschlossen. Kameradschaft. Okay. Also das heißt, wir haben jetzt eine Freundin. Hallo, Jesse. Ist ja auch geil. Ich habe in irgendeinem Video gesehen, der hat einen männlichen
Dude mitlaufen. Da hat er einen männlichen mitlaufen. Und ich glaube, der hatte dann auch bestimmt einen weiblichen Charakter. Also das hier quasi, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich irgendwie... Naja, ist ja gut, ne? Also die hat dann dementsprechend... Hat die überhaupt eine Gewichtsbegrenzung? Nee, die hat bloß Platzbegrenzung. Das heißt, der können wir den ganzen schweren Shit geben, oder? Ich meine, wir müssen ja nicht das schwere Zeug schleppen. Das kann ja alles Jesse machen. Und von daher ist es entspannt. So, jetzt gucken wir mal, was Wilhelmina will. Besuch. Sie sind die einzige gute Seele, die wir bisher in dieser Welt angetroffen haben. Und ihr Anblick ist ein äußerst Wohltuender. Aber wer sind sie? Ich weiß, dass ich hübsch bin. Danke. Ich bin auf der Flucht vor der Katastrophe. Diese Welten sind mir neu und ich versuche zu überleben. Es ist nicht gerade meine Art, Fremden derartige Informationen preiszugeben. Sie haben es mit einem Ausnahmeweltenwandler zu tun. Gibt es auch noch irgendwas dazwischen? Das ist schon ein bisschen Schwarzmalerei hier. Schwarz-Weiß. Also unfreundlich bin ich nicht. Ich bin schon, ich würde sagen, ich bin nett. Ne? Okay. Wirklich erfrischend, ein so offenes Buch wie Sie anzutreffen. Bestimmt steckt es voller erzählenswerter Geschichten. Würdest dich wundern. In letzter Zeit tummeln sich in den Welten viele neue Gesichter, die jede Menge tolle Geschichten zu erzählen haben. Das Sammeln dieser Geschichten ist mein Beruf, wissen Sie? Wilhelmina Sassa, Kolumnistin der besten Zeitung von Nightingale, dem Sunday Courier, überaus erfreut, ihre Bekanntschaft zu machen. Also wenn Sie materieller Dienste bedürften, Nahrung, Ausrüstung, Schutz, dann können meine Gefährten hier Ihnen sicherlich weiterhelfen. Neue Kunden sind hier stets willkommen. Sie sind aus Nightingale City? Ich bin gerade erst vor der Katastrophe geflohen. Wissen Sie, was auf der Erde passiert ist? Können Sie mir irgendwas über die Blässe erzählen? Oh, das will ich wissen. Etwas regelrecht Schreckliches, wie ich ahne. Manche meinen, die Fae wären schließlich dort zurückgekehrt und würden Rache suchen. Andere, dass fehlerhafte Verkabelung eine solche aus der Leere beschworen hätten. Unabhängig davon bin ich darüber entzückt. Ich hatte hier in den Welten andere Dinge zu tun und bekam von der Sache selbst nichts mit, doch sie war jedenfalls dafür verantwortlich, dass unsere Preise steil nach oben schnellten. Wie können Sie angesichts dieser Tragödie bloß an Profit denken? Es gibt allerdings einen Weg, um unsere Situation in Angriff zu nehmen. Ich bewundere Ihren Unternehmensgeist. Dann möchten Sie Ihre Unterstützung ja vielleicht in Form von Stammkundschaft zum Ausdruck bringen. So, jetzt kann ich ihn nochmal fragen. Hier ist ein Vogel. Ich glaube, das müssen wir bestimmt... Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Gerüchte gehört? Sie hätten gerne eine aktuellere Episode. Da habe ich doch bestimmt etwas für Sie. Natürlich kann ein vernünftiger Weltenwanderer wie Sie bestimmt verstehen, dass ich meine Leistung in solch turbulenten Zeiten nicht einfach umsonst anbieten kann. Ich würde im Gegenzug bloß einen Blick auf die Echos in Ihrem Hermetiker-Handbuch werfen. Die Gelegenheit, direkt in die Gedankenwelt eines anderen zu blicken, möchte ich unbedingt nutzen. Haben Sie da draußen in den Welten von jemandem Nennenswerterem gehört? Wie es scheint, treiben sich hier jede Menge Ihrer Weltenwandlergefährten in der nahen antiquarischen Waldwelten herum. Doch Sie sollten sich dort besser vorsehen. Ich traf auf meinen Reisen einen gewissen Aurelio Acevedo Ortega. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so offensichtlich am Goldrausch litt. Der Einfluss von Magik kann dem Verstand gehörig zusetzen. Und trotz seiner eher stumpfen Empfindsamkeit ist dieser Mann zweifellos dem Wahnsinn verfallen. Okay. Nochmal dieselbe Frage gestellt. Okay, es bereitet mir kein Vergnügen, Ihnen das zu erzählen. Doch wie es scheint, konnte die große Nellie Bly aus dem schändlichen New York entfliehen und der Blässe entrinnen. Wenn Sie sie treffen sollten, müssen Sie wissen, dass Ihre Schriften langatmig, moralisierend und in jeder Hinsicht verachtenswert sind. Mit Ihren banalen Sinnessprüchen erschummelte sie sich gar einen Posten als zweite Entdeckerin. Doch meines Wissens nach ist Journalismus wohl kaum eine Qualifikation für die Führung von Weltenwandlern. Dieser Meinung sind Sie sicherlich ebenso. Vergessen Sie es. Okay. Naja, ich würde sagen, das war es erstmal, das passt schon. Die wird schon irgendwie... ne? So. Okay, hier haben wir jetzt... eine magikale Truhe.
Ein Ding lebendig oder nicht, findet sich Essenz. Diese fundamentale Magik kann extrahiert und genutzt werden, wenngleich das, was übrig bleibt, nur ein Bruchteil des ehemaligen Ganzen ist. Okay, so, und das ist jetzt der Essenzhändler Wiley. Und bei dem kann ich jetzt Stuff kaufen. Und wir können unter anderem, was war das hier? Einfache Nähbank freischalten. Okay, eine Angel, ein Schirm. Angeln habe ich, glaube ich, ein bisschen Bock. Weltenkarten, okay. Licht. Grundlagen reparieren. Einfache Nähbank. Oh. Okay. Was wir mal machen müssen, ist, glaube ich, im Inventar ein bisschen was schreddern. Wir kriegen ja für jeden Stuff Essenzstaub. Und ich glaube, das ist auch teilweise nicht zu knapp. Kann ich sortieren, Gewicht abnehmen, gruppiert, neueste zuerst, älteste zuerst, ABC, ZYX und Gewicht zunehmend. Ich denke, das macht schon Sinn. Die Frage ist nur sozusagen, guck mal, also wir kriegen ja richtig viel gelöt. Wenn wir einfach nur ein paar Stöcke hier riemen. Das ist das, was wir jetzt schon letztens hergestellt haben, ne? Lasst uns mal nochmal ein bisschen was an Essenzkram hier kurz. Ich will einfach mal gucken, was das Zeug hier so gibt. So viel Zeit haben wir ja noch. Ne, wir machen das gechillt. Ich habe es gerade nicht eilig. Kann die hier auch was? Was kann die noch? Hier. Hey, du. Jesse. Hau Baum. Macht nichts, ne? Aber die hat eine Picke. So eine Stein-Dingsi-Bumsi. Die kann hier bestimmt Steine hacken. Hier. Ihr wisst schon. Oh, was ist denn das für ein Baum? Mir den größten Hoshi rausgesucht, der hier rumsteht, oder was? Jetzt Baum fällt! Hoffentlich. Physik ist grandios, oder? So, okay. So, ganz viele Holzbündel. So, die sind natürlich sicherlich schweineschwer, aber geben hoffentlich viel Essenz. Denn wenn wir schon einmal hier sind, sollten wir zumindest gucken, dass wir ein bisschen was an Gelöt kaufen können. Ne? Also, wie war das jetzt? Wir können jetzt bei Inventar, genau, Holzbündel extra hier. Bitte? Ja, okay, wir machen es trotzdem. Okay, wenn das wahrscheinlich alles zusammengefasst ist, ne? Ertrag, Pflanzenfaser, Primitiv, 28. Ja, komm, dann nehmen wir Ertrag bei Extraktion, 28. So, dann haben wir jetzt 100 Essenzstaub. Das heißt, wir müssten noch mehr sammeln. Drüben ist ja noch Stuff, ne? Das können wir, glaube ich, alles wunderhübsch. Können wir mal so ein Steak nochmal ballern, genau. Ah, ich würde schon ganz gerne wenigstens noch eine Angel oder so mitnehmen, ne? So diesen ganzen Krempel, den wir irgendwie noch... Die Uschi ist wirklich ein bisschen nutzlos, oder? Die rennt wirklich nur dumm rum. Unterstützt sie mich wenigstens im Kampf? Das will ich dann mal schwer hoffen, ja. So, jetzt geht das hier mal raus. Also, einmal hin. Hello? Okay, also, jetzt haben wir... Nee, Moment. Erstmal hier rein, Inventar. Genau. Genau, 31 Essenzstaub, sehr gut. 10 Essenz, sehr gut. Und was war das andere hier noch? Pflanzenfasern, hier guck mal. 42 Essenz.
Ja, das läuft mal. Oder 183 Essenzstaub. So, da können wir jetzt noch mal ein bisschen shoppen gehen. Wir könnten eine Wasserflasche. Wir könnten Ressource. Holzbündel kann man kaufen. Das sind Gegenstände. Das steht auch dabei. Ne? Da steht Gegenstand. Bei der Wasserflasche ist auch ein Gegenstand. Herstellen, Grundlagen, reparieren. Einfache Nähbank, das haben wir alles. Ne? Verzaubererfokus. Einfacher Verzaubererfokus. Bauen Sie einen Verzauberungsfokus, um Ausrüstung verzaubern zu können. Je höher die Qualität der Bank, desto mehr Erweiterungen können Sie ergänzen. Außerdem erhalten Sie so Zugang zu weiteren Rezepten. Eine rudimentäre Version eines altbewährten Hermetiker-Entwurfs. Dieser Fokus nutzt die Magik des Ethers, um Essenzen in Form von Verzauberung und Talismanen zu solider Materie zu festigen. Würde ich mitnehmen? Okay. Herstellen, Verbesserung, einfacher Sägetisch, Schmelzofen, Mörserstation, Spinnrad, Steinmetzbank. Also ihr seht, hier ist einiges noch offen. Bauten primitiv ist jetzt, finde ich, also werden wir auf jeden Fall kaufen, aber nicht gleich. Licht, da geht es dann um, klar, ein bisschen Deko, ist jetzt für mich aber auch nicht so spannend. Die sind sicherlich interessant. Spieler, die diese Karte um direkte, ja, okay, da können Dudes mich besuchen. Spieler, die spielen sie diese Karte, um schneller zu reisen und ihre Widerstände gegen die meisten Schadensarten zu verbessern, während ihr verursachter Schaden gleichzeitig reduziert wird. Spielen sie, um ihre Anglerfähigkeit zu vergessen. Ich werde das haben sie bei Anglern und bietet. Okay, Festmahlkarte. Einfache Gegenstände, das sind auch Herstellungsrezepte, ne? Schirm. Das ist der Schirm, den wir haben. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, kein Rezept. Einfache Angel wollte ich noch ganz gerne haben. Aha. Um mein Haus zu reparieren, muss ich sozusagen mit einem Hammer draufhauen. Ah ja, macht ja Sinn. Nehmen wir mal auch mit. Streithammer. Bei dem weiß ich nicht. Der ist wahrscheinlich... weiß ich jetzt nicht, ne? Ist eine bessere Waffe, aber genau. Ich würde jetzt noch hier unten ein bisschen was an Kram verplempern. Sozusagen vielleicht mal ein Sägetisch. Ja, das ist dann für coolere Sachen, ne? Schmelzofen finde ich spannend. Ist alles interessant, ne? Steinmetzbank. Vielleicht müssen wir nochmal hierher kommen. Also es ist tatsächlich so. Wir werden ja noch einmal hier den ganzen Kram zusammensammeln. Guck mal, steht ja auch da. Mörserstation, Schmelzofen, Sägetisch. Geht bald kaputt. Das ist ja auch Essenz, der ganze Krempel, ne? Das alles hier ganz zu machen. Aber die Fasern geben wenigstens gute Essenzen. Ja, also ich will, also anders. Oh, hier? Uschi! Uschi hat so eine Dings, die macht hier konkret krass, die macht hier Steine für uns. Aber das Ding ist halt, ich muss es halt auch schleppen können, ne? Ah, verstehe. Ja, wir sind natürlich wieder voll. War natürlich logisch. Huch. Schweini. Au. Fette Sau. So. Noch eine! Noch zwei! Jesse! Kill sie! Headshot! Okay, alles klar. Boah, alter Schwede.
Ich muss euch sagen, Axt ist doch cooler. Also, ne, ehe wir hier mit diesem komischen Ding da drin rumgefuchtelt haben, da ist wirklich, da vergeht echt eine ganze Menge Zeit. So, Jesse steht verstört in der Ecke. Scheint es aber noch gut zu gehen. Hallo? Bist du da? Okay, gut, läuft. Genau, die hat diesen Bergmannspickel. Und ich weiß nicht, ob die mit den anderen Werkzeugen dann nochmal was anfangen kann, wenn ich dir das gebe. Ich will aber meine Axt behalten. Die kann da meine alte Axt haben. Was liegt hier? Liegen immer noch... Ah, hier. Fell. Wir sind halt immer noch voll, ne? Okay. Jetzt kriechen wir mal hier im Schneckentempo zu Wiley zurück. Werden dem mal den Kram geben und dann hoffe ich mal, dass das reicht für den Stuff, den wir brauchen. Okay, wie sieht's aus, Freundchen? Nee, ich muss erst wieder... Ich bin eigentlich übelst behindert. Wisst ihr das? Ich kann das doch einfach extrahieren, egal wo ich bin. Geht doch gar nicht darum, dass ich das bei dem machen muss. Auf die Idee muss er erstmal kommen, ne? Es ist gar nicht so einfach, Freunde. Ne? Intelligenz ist, nicht selbstverständlich. Okay, alles klar. So, was wollen die jetzt noch? Moment. Also, wir brauchen einen Schmelzofen und eine Mörserstation. Verbesserung. Schmelzofen. Läuft. Mörserstation. Läuft. Okay, jetzt haben wir noch zwei Essenz. Ich glaube tatsächlich... Quest abgeschlossen, Karten 10. Ich glaube tatsächlich, jetzt gehen wir aber erstmal zurück. Denn den anderen Rest, das kann ich mal nebenbei farmen. Das ist jetzt nicht so wild, ne? Ich werde das versuchen, hier so ein bisschen zu halten wie wie heißt das Ding? Enshrouded. Das heißt, ihr werdet von mir... Ich werde immer mal ein bisschen zwischendrin schon mal was machen. Je nachdem, wie es halt gerade läuft, ne? Und dann werden wir einfach sozusagen okay, wo auch immer die jetzt herkommen. Ja, Holz gibt wirklich nicht viel, ne? Das ist schon krass. Also ich wäre gerade so, was jetzt so einfache, sinnlose Sachen sind und sowas. Sowas hier wie diese Farmarbeiten und so, diesen ganzen Krempel. Das werde ich einfach so nebenbei immer mal wieder, werde ich da ein paar Sachen machen. Ne? Sodass wir ein bisschen Progress machen und aber nicht alles 100% bis ins kleinste Detail hier let's playen, sondern uns auf den relevanten Kram beschränken. Und genau. So, es wird langsam finster. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das hier mit dem Tag-Nacht-System funktioniert, aber Wetter gibt es ja erstmal. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass es Finsternis gibt. So, wir können gerade sprinten. Ich versuche mal durchzuspielen. Jetzt geht es wieder nicht mehr. Es ist zum Mäusemelken und ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich hier... Da ist noch ein Wolf. Ich versuche mal einfach durchzurennen. Nee, nicht jetzt. Lass mich in Ruhe. Ich bin nach Hause. Ah, Jesse, mach das. Es ist immer noch verrückt. Wieso kann ich nicht... Ah. Ah ja, da müssen wir hier so vorhopsen. Das geht ja. Vielleicht hätte ich mein Haus auch eher in der Nähe von diesem Essenzhändler bauen sollen, ne? Au, au, au. Moment, hier lang. Da drüben, da muss unser... Ich sehe es, da drüben, ich sehe es. Das ist unser Haus. Knöchel verstaucht und schon kann ich nicht mehr... Ich kann wenigstens ein bisschen sprinten. Jesse eigentlich? Jesse ist am Start.
Okay, sehr gut. Ja, bevor es dunkel ist, sind wir zu Hause und dann können wir uns noch diesen Kram angucken. Und wenn ich so auf die Zeit gucke, haben wir es schon wieder ein bisschen Überlänge heute. Ich krieg's auch nicht hin, kurze Folgen zu produzieren. Ich habe mir echt Mühe gegeben in der ersten und in der zweiten Folge. Seid mir bitte nicht böse. Im Notfall, wenn ihr nicht genug Zeit habt, dann müsst ihr euch einfach die Folge nochmal irgendwie dann abends den Rest gucken. Vermutlich ist es zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier erzähle, dann aber auch schon passiert. Genau, so, jetzt kann ich auf einmal sprinten. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt einfach, wie es ist, ne? Es ist ein Early Access Game und dafür lieben wir den ganzen Stuss hier. Okay, also, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz hier reinchecken, wie es hier aussieht. Also, wir können jetzt einmal, wie war das herstellen? Wir brauchen, hier gibt es jetzt noch ein bisschen mehr. Beinbekleidung. Einfache Nähbank. Okay, wir müssen erstmal eine einfache Nähbank bauen. Und eine Angel. Ich brauche unbedingt eine Angel, Freunde. Einfacher Hammer brauche ich auch. Brauche ich alles. Verbesserung. Okay, wir müssen, glaube ich, kochen. Wir haben eh nicht alle Rezepte. Wir müssen noch mal ganz kurz dann. Also, das brauchen wir nicht. Herstellen, kochen. Kleidung allgemein. Kleidung, Ausrüstung, Beinbekleidung. Das ist doch aber alles sozusagen. Nee, das muss dann weiter unten sein, ne? Kochen. Verbesserung. Alchemietinte, Barn. Das ist dann alles, was war hier. Genau, Weltenkarten, okay. Wo ist denn jetzt hier? Verbesserung? Hä? Ach, bauen. Bauen. Alter, ich bin so dumm. Okay, bauen. Sägetisch, Mörserstation, Schmelzofen. Und Nähbank. Nähbank platzieren. Ja, stellen wir erstmal hier hinter. Braucht Fasern. Holzbündel. Faser ist das, was wir hier gemacht haben, ne? Moment mal. Hier. Mir ist kalt. Aber es dunkel wird, ne? Und da wird mir wahrscheinlich dann ganz schnell. Wird mir dann kalt. Tierfaser, okay. Aus Fleisch. Ah, das heißt, wir brauchen mehr Fasern. Es wird trotzdem nicht reichen, ne? Also es ist dann. Ne, es reicht einfach nicht. Also da müssen wir nochmal irgendwie los und müssen nochmal Tiere lagern, ne? Holzbündel ist jetzt nicht unser Problem. Das kriegen wir hin. Draußen ist es jetzt natürlich kalt, ne? Weil es einfach auch finster ist. Okay, ich glaube, das ist ein Zeichen, Freunde. Ich glaube, ich muss mal den ganzen Krempel hier farmen. Und dann müssen wir. Mal gucken. Heißt, ich gehe mal ein bisschen auf die Jagd. Mir ist bestimmt gleich kalt. Ah. Okay. Ja, genau. Ich fahre mal den Kram hier zusammen. Dann, dass wir die Fasern, dass wir den ganzen
Krempel irgendwie hinkriegen. Dann werden wir hier alles platzieren, was wir hier irgendwie haben. Ne? Die Nähbank, Gerbereistation, haben wir einfache Werkbank, Verzaubererfokus. Ne? Das würde ich alles irgendwie platzieren. Da müssen wir mal schauen, was wir dafür für gelöt brauchen. Und dann guckt man uns dann alles beim nächsten Mal an, was es dafür braucht. Ne? Und erstmal danke ich euch dann soweit fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.